Das Jahr neigt sich dem Ende zu und was machen jetzt alle? Ein Rückblick! Und was macht Mirella? Ein Rückblick! Und was haben sich die Zuschauer gewünscht? Ein Rückblick! Also beschwert euch jetzt ja nicht im Nachhinein, das müsst ihr, warum müssen wir das auch sehen? Ein paar haben schon geschrieben, das macht jeder. Aber ein paar haben auch geschrieben, aber bei dir könnte das besonders interessant sein. Und ihr habt recht, denn ich bin besonders interessant. Oh mein Gott. Aber tatsächlich, dieses Jahr, ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht sagen, weil es jeder sagt. Dieses Jahr war das schlimmste Jahr meines Lebens. Das stimmt aber auch nicht. Dieses Jahr war das so das Anstrengendste. Dieses Jahr hat die meisten Veränderungen. Das ist so, glaube ich, der Klassiker, den jeder sagt. Ich gucke mir gleichzeitig meinen YouTube-Kanal und meinen Instagram-Kanal an, weil das ja so ein bisschen nebenher läuft. Aber auch unterschiedliche Seiten beleuchtet, deswegen. Mein erstes Video 2017 heißt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Und in dem Moment, diese Mirella wusste nicht, dass sie am Ende des Jahres hier sein würde. Das ist echt krass. Es ist für mich ein sehr ungewisses Jahr und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist richtig emotional. Es geht gut los. Es macht mich sehr emotional. Also ich fake diese Emotionen nicht. Für mich ist es so emotional, weil ich halt weiß, wie sich diese Person gefühlt hat, weil ich diese Person mal war oder bin. Oder es ist ein bisschen merkwürdig, aber ja, das war eine schwierige Zeit, aber da wussten sie noch gar nicht, dass das Jahr noch viel schlimmer werden würde. Das war auch sehr krass, dass ich da so offen und ehrlich und authentisch mit euch geredet habe. Da haben mir auch ein paar Freunde aus dem echten Leben gesagt, so krass, dass du das so gemacht hast. Und klar habe ich mich damit wieder sehr angreifbar gemacht, aber gleichzeitig glaube ich, das ist so mein Weg, mit Sachen umzugehen, einfach ehrlich das mit euch zu kommunizieren. Wer das nicht wertschätzen kann und wer sich da noch irgendwie mich angreift oder hatet, so dann kann ich mehr geben, als ich bin quasi. Das erste Instagram-Foto könnte besser nicht passen. This is the mood. Das ist ein Foto von meinem Silvester und das war echt kacke so. Es gibt ganz viele Fotos von mir auf dieser Party, wo ich immer so war. Guter Start in das Jahr, würde ich sagen. Ich habe im ganzen Januar exakt 3 Videos hochgeladen, was echt wenig ist. Aber dann gleich ein Video mit Kelly und Vanessa. Straight into the butt. Da habe ich mir auch zur gleichen Zeit mein allererstes Tattoo stechen lassen, was wir hier auf Instagram zu sehen bekommen. Das liebe ich immer noch sehr. Das Witzige ist, dass ich es kaum sehe. Also das ist hier und ich jedes Mal so ein bisschen erschrecke, wenn ich irgendwie aus der Dusche komme und mich im Spiegel sehe. Das war dann relativ spontan. Es ging alles schneller als gedacht. Ich habe auch niemandem, glaube ich, davon erzählt, erst als ich es gemacht habe. So, guck mal, was ich gemacht habe. Bin ja auch 24. Damals war ich noch 23. Kann man machen. Dann habe ich auch eins meiner Lieblingsvideos hochgeladen, beziehungsweise diese Kategorie an Videos mag ich sehr gerne, was man in einer leeren Wohnung tun kann. In einer leeren Wohnung kann man meine absolute Lieblingsfreizeitbeschäftigung noch besser tun als sonst. Ein, wisst ihr, was ich mir für 2017 vorgenommen habe? Wieder Hip-Hop zu tanzen. Habe ich es gemacht? Dann kommt auch eins meiner... Anfang des Jahres habe ich gute Videos gemacht. Wenige, aber dafür richtig gute. Carpool-Karaoke mit Flo und mit viel zu kurzem Pony. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mein Pony so kurz ist. Was du dir mit Geld nicht kaufen kannst? Was du dir mit Geld nicht kaufen kannst? Scheiß mal auf Besitz und auf Status. Alles Illusion und weiter nicht. Ich sag's nochmal, love is all we need, love is all we need. Wenn ich will, sag ich's noch zweimal oder dreimal oder so, bis wir's geballt haben. Denn verinnerlicht hat es scheinbar noch keiner. Now that I'm alone, cause right now it says that we can't come to the phone. 10.02.2018 muss ich ein neues Carpool-Karaoke mit Flo hochladen. Hier auf Instagram habe ich mein Foto mit meinen Kisten gepostet, nämlich, dass ich alle bei meiner Mama in den Keller reingepackt habe, weil dann, kurze Zeit später, am 5. Februar 2017 ging es los nach Südamerika. Und wenn ich so drüber rede, das ist so krass, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ich bin einfach nach Südamerika gereist. What the fuck? Ja, und dann geht's schon los mit den Südamerika-Videos und ich bin so froh, dass ich wenigstens, ich habe nicht so viele Videos gemacht, aber die Videos, die ich gemacht habe, ich bin so froh darüber, weil es einfach für mich eine geile Erinnerung ist an eine unvergessliche Zeit. Herzlich willkommen hier in der Atacama-Wüste.
ganz nette Aussicht, würde ich mal sagen. Kann man mal machen. Mit dem Fels dann fand ich auch. Ich habe auch gerade, oh Gott, hinter mir geht's ganz schön weit runter. Ne? Das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich mich traue, meine große Kamera hier in Brasilien mitzunehmen, weil Kriminalität ein sehr großes Problem in Brasilien ist. Dass ich mich schon so ein bisschen in Brasilien verliebt habe. Diese Bilder, diese Orte, an denen wir waren, da standen wir einfach. Das sieht einfach aus wie Greenscreen. What the fuck, so eine schöne Zeit zusammen mit Kelly. Ja, die Bilder aus Südamerika auch alle mega cool. Atacama-Wüste war eines meiner absoluten Highlights. Ich habe sehr viele schöne Sachen gesehen und bin unheimlich dankbar dafür. Karneval in Rio ist weder auf meinem YouTube-Kanal noch auf dem Instagram-Kanal wirklich stattgefunden. Bis auf vielleicht so 2 Fotos. Könnte auch überall sein, aber einfach, weil ich mein Handy die ganze Zeit nicht dabei hatte, weil ich so Schiss hatte, dass es geklaut wird. Aber dafür habe ich es für mich erlebt und es war auch mega cool. Zu diesem Strand bin ich ganz alleine mit dem Bus gefahren und dann noch hingewandert und es war so geil. Da waren so wenig Menschen und guckt euch diesen Strand an, es war wunderschön. Und dann war ich schon in Argentinien und wer kann mich dort besuchen? Hatte auch so eine schöne Zeit mit Nilam. Wir haben einfach die Iguazu-Wasserfälle gesehen, die mega beeindruckend waren. Nilam, für die Leute. Zusammen für 5 Tage in Kolumbien, waren am Narcos-Set. Dann war ich 2 Wochen in New York, da habe ich einen guten Freund besucht, der da so ein Pop-Up-Restaurant hatte, wo ich auch ein Video dazu gemacht habe, was auch sehr Spaß gemacht hat zu cutten, weil es mal wieder was ganz anderes war. In meinem Fall waren mir die Köche nicht ganz so unbekannt, denn einer davon war Daniel. Daniel und ich kennen uns schon von klein auf und seit er vor circa 3 Jahren nach New York City gezogen ist, besuche ich ihn natürlich immer wieder sehr gerne. Er arbeitet dort ziemlich erfolgreich in der Gastronomie. Mein zweites Tattoo habe ich mir dort stechen lassen. Ich war früher immer jemand, der Tattoos total verurteilt hat. Und der gesagt hat, wer macht sich denn Tattoos? Das habt ihr euer ganzes Leben lang. Warum soll ich meine Gegenwart von etwas beeinflussen lassen, von dem ich nicht mal weiß, ob es überhaupt jemals eintrifft? Lieber lebe ich doch den Moment, lieber bin ich in der Gegenwart genau die Person, die ich sein möchte. Nach New York ging es zurück, wieder nach Südamerika. In New York war ich sehr kurz davor, direkt von New York nach Hause zu fliegen. Da hatte ich meinen absoluten Tiefpunkt dieses Jahr erreicht. Hatte ich einen Nervenzusammenbruch, was ich erst im Nachhinein herausgefunden habe, war, dass das einer war. Mir ging es sehr, 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 sehr schlecht zu der Zeit und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich so viele Freunde hatte, die zumindest übers Telefon mir beistanden und mir durch diese Zeit geholfen haben. Und Leute, die ich einfach so krass in mein Herz geschlossen habe. Dieses Jahr war wirklich ein Jahr der Freundschaft für mich. Ich habe extrem tolle Freunde gefunden und Freundschaften gefestigt und dran gearbeitet. Und kann mich sehr, sehr glücklich schätzen, solche Leute an meiner Seite zu haben, wie ich sie habe. Und da aber Kelly schon ihren Flug gebucht hatte und ich mir jetzt auch nicht Peru versauen lassen wollte, habe ich mir gesagt, okay, jetzt habe ich Kelly da, die ist eine super Ablenkung, mit der habe ich immer viel Spaß. Wir machen noch unsere Blödel-Time in Peru und dann fliege ich mit ihr zusammen nach Hause. Und das war auch eine super Idee, weil es mir wirklich gut getan hat, ich nochmal richtig so 3 Wochen Urlaub gemacht habe, ohne mich irgendwie zu stressen, an irgendwas zu denken. Mich einfach mit Kelly auch sehr gut verstehe und wir einfach immer eine gute Zeit zusammen haben. Ja, dann haben wir dann noch den Machu Picchu gesehen, was ich auch schon immer mal sehen wollte. Wow. Kelly und ich sind wieder in einem Bus unterwegs und sehr glücklich. Das ist unsere Lieblingsbeschäftigung, so, im Bus zu fahren und rauszukommen. Und durch Südamerika zu fahren. Leute, es schneit. Habe ich auch länger nicht mehr gesehen. Wir sind auf fast 4900 Metern. Der höchste Punkt auf dieser Tour, an der wir sein werden. Dieses Bild gepostet, was für sehr viel Aufruhr damals gesorgt hat. The Nips
are famous now. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende meiner Reise und bin dann nach Hause geflogen. Im Juni. Dann ging es natürlich an Wohnungssuche und ich habe mir in Peru natürlich schon Gedanken gemacht, wo wird es mich danach hinziehen? Und es war immer das Hin und Her zwischen Berlin und Köln. Und ich habe mich dann für Köln entschieden und bereue diese Entscheidung auch ganz und gar nicht. Köln ist für jetzt die perfekte Stadt für mich. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe coole Leute hier. Ich habe eine sehr schöne Wohnung und ich bin glücklich. Dann kommt eins der Videos, auf die ich extrem stolz bin dieses Jahr. Und zwar, warum ich fett geworden bin. Endlich die Antwort auf die große Frage. Warum bist du so fett geworden? Hier also nun 20 Gründe, warum ich zugenommen habe. Ich möchte Plus-Size-Model werden. Weil ich schwanger bin. Ich mag essen. Sehr. Dann kam eine Zeit, wo ich sehr viele Vlogs gemacht habe. Hier auf dem Beauty-Event mit Vanessa und Kelly. Dann auf dem Festival mit Kelly zu meinem Geburtstag. Mein erstes Beauty-Event heute, Vanessa. Ja. Sehe ich das richtig? Ja, ich hab's aber auch aufgeregt? Nur wegen dem Gratis-Getränk und Gratis-Essen. Nein, und nein, 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 nein. Ich bin sehr aufgeregt. Ich muss jetzt tatsächlich sehr aufgeregt. Mich und mein Ego. Leute, wir haben 15 Lipglosse bekommen. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Lipglosse. Also da habe ich so eine Zeit lang eigentlich jede Woche gevloggt, was für mich sehr neu war. Und ich weiß gar nicht, was mich da so geritten. Ich wollte einfach... Ich habe mich ja so ein bisschen in die Arbeit gestürzt. Ich hatte dann meine Wohnung eben und war dann so, okay, jetzt hustlest du. Hustle, 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 hustle. Und das war ganz gut. Also es hat meinem Kanal sehr gut getan. Der ist zu der Zeit sehr krass gewachsen. Es hat aber mir als Mirella, als Privatperson nicht so gut getan, weil ich so ein bisschen den roten Faden verloren habe. Ist auch nicht schlimm. So. Ich habe mich ausprobiert und Videos gemacht, die ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Aber es ist halt nicht so das, wo ich mir denke, so, ja, das bin ich, das will ich machen, das ist meine Message und so. Muss auch nicht in jedem Video sein, aber da waren sehr wenig Videos, die so waren. Dann waren die Video-Days, wo ich tatsächlich einen Award gewonnen habe, den Play Award. Falsche Bewegung. Wo ich einen Award gewonnen habe. Ah, habe ich mich ein bisschen drüber gefreut. Dann hatte ich die tolle Möglichkeit, mit der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung nach Kenia zu fliegen. Das war eine sehr beeindruckende Reise. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, meinen Horizont sehr erweitern können und... war einfach sehr beeindruckend. Was ich denen bringen kann, womit ich die vielleicht ein Lächeln herzaubern kann, dann mache ich das halt super gerne. Eine zweite ganz großartige Möglichkeit war dann mit der Kindernothilfe nach Brasilien, nach Rio nochmal zu reisen. Zusammen mit Kelly habe ich das auch gemacht und das war natürlich auch sehr beeindruckend. Sorry! Ja, ihr wisst ja, Musik verbindet und auch hier merkt ihr, wir haben gerade schon Despacito gesungen, Shape of You und jetzt sind wir bei Ed Sheeran, bei Justin Bieber Sorry angelangt. Pasito, pasito, suave, suavecito. Brasilien ist ein tolles Land, die Menschen sind ganz toll und es hat mich auch sehr gefreut, dem Land ein bisschen was zurückgeben zu können, auch mit Hilfe eurer Spenden und eurem Engagement und dass ihr diese Videos angeguckt habt. Sehr schön, dass wir dieses Jahr auch so soziale Projekte gemeinsam unterstützen konnten. Und danach haben Kelly und ich noch eine Woche so Erholungsurlaub, also wirklich mal so mehr oder weniger nichts zu, wir haben kein Video auch irgendwie gedreht oder so, einfach ein bisschen Urlaub gemacht eine Woche, wie man halt Urlaub macht, mal nicht arbeiten. Da ist auch eins meiner Top 3 meistgelikten Fotos entstanden, nämlich das hier. Thank you, the butt is famous too now, I guess. Dann kann man schon so erkennen, dass langsam mein Style Change im Gange ist. Dieses Jahr, vor allem die letzten paar Monate, war auf jeden Fall ein Fashion Game Changer. Ich habe sehr viel Spaß daran entdeckt, mich neu auszuprobieren, neue Stile auszuprobieren, neue Klamotten zu tragen, neue Schnitte, einfach ein bisschen was zu machen, worauf ich Bock habe, ohne mir großartig Gedanken zu machen, was andere Leute darüber denken, sondern einfach nur, was ich cool finde. Das macht mir in der Tat momentan sehr viel Spaß. Und kurz darauf kommen wir zu Platz 2 der meistgelikedesten Bildern, nämlich das hier. Das habe ich einfach zu Hause mit der Kamera. Es sieht echt, sieht ein bisschen aus wie so ein Gemälde. Ich weiß nicht, was da los war. Wenn Make-up und Haare und Outfit und Licht und Kamera und alles, wenn alles auf in sich überschneidet in genau dieser Sekunde und du dann noch deine Augen offen hast, kann auch mal ein gutes Bild dabei entstehen. Und dann ging es für mich dieses Jahr das zweite Mal nach New York City und mein drittes Tattoo habe ich mir machen lassen. Thiago! Jesus, Maria und Josef.
war eine Erinnerung an meinen zweiten Nervenzusammenbruch dieses Jahr. Stimmt, den habe ich gar nicht auf YouTube oder auf Instagram durchscheinen lassen, ganz bewusst natürlich. Im Sommer, als Thiago verstorben ist, ging es mir extrem schlecht. Das habe ich aber in dem Video, wo ich über das Tattoo rede, auch ausführlich thematisiert. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es war gerade so, da war ich an dem Punkt, wo es mir wieder besser ging und wo ich dachte, so, jetzt habe ich mein Leben im Griff, und dann kam das und das war hart, aber hab's überstanden. Ja, in New York natürlich nochmal das Fashion Game abgesteppt, bisschen Babe und Off-White geflext, wie man so schön sagt, in der neumodischen Sprache. Ich kann euch gar nicht sagen, woher das kommt mit dem Fashion-Ding. Es haben auch viele gefragt, ob ich nicht mal irgendwie so ein Lookbook machen kann oder darüber reden kann, wie sich mein Style verändert hat, warum, wie, wo. Das ist so ein sehr natürlicher Prozess gewesen. Deswegen weiß ich nicht genau, was ich dazu machen kann. Vielleicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr vielleicht. Da kommen wir natürlich auch schon zu Platz 1 der meistgelikedesten Bilder. The boobs are the winner. They are famous too. People see boobs. People push like. Funktioniert anscheinend wirklich. Wer hätte es gedacht? Es war ein spannendes Jahr 2017 mit vielen Ups und Downs. Was wirklich krass ist, dass ich 4 Monate mir quasi eine Auszeit genommen habe und nach Südamerika gereist bin und ihr trotzdem einfach da geblieben seid und mir treu geblieben seid, dass mein Kanal noch läuft. Der hätte genauso in der Zeit sterben können. Der Algorithmus macht, was er will, und manchmal werden manche Kanäle richtig hardcore runtergezogen, wenn die mal länger nichts hochladen. Und ich habe aber wirklich, glaube ich, eine Zuschauerschaft, die mir sehr treu ist, und da kann ich mich sehr, 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 sehr glücklich schätzen, weil ihr wirklich alles mit mir mitmacht, wenn ich mal Phasen habe, in denen ich bisschen andere Videos mache, mich ausprobiere, was Neues mache. Ihr haut nicht so schnell ab. Ich wünsche euch einen sehr guten Start ins neue Jahr. Ein aufregendes, ereignisreiches, gutes Jahr 2018. Und hoffe, dass ihr mich auch nächstes Jahr begleitet. Habt eine schöne Zeit. Bis ganz bald.